Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mit diesem kurzen Video sende ich euch ganz, ganz herzliche Grüße aus Sizilien. Ich verbringe hier mit meinen beiden Jungs und zwei lieben Freunden eine kleine Auszeit. Ich hätte dieses Video gern draußen in der Natur aufgenommen, aber bei uns ist es heute recht windig und da habe ich mich lieber ins Haus zurückgezogen, um einfach auch eine gute Tonqualität zu gewährleisten. Wir befinden uns hier ganz im Nordosten der Insel, direkt am Meer und haben hier mit Freunden ein Haus gemietet. Und wir genießen alle fünf diese Auszeit hier, die Natur, Bewegung, das Meer, die sonnengereiften Früchte und auch einfach Zeit zusammen zu verbringen. Also Freundschaft und Familie, das ist mir einfach so, so wichtig. Und ich genieße das einfach. Und das letzte Jahr war für mich doch von vielen kleineren Herausforderungen geprägt, die ich auch so online gar nicht teile. Ihr lernt ja immer nur einen kleinen Teil meines Lebens kennen, so Ernährung, Gesundheit, auch mal ein bisschen Minimalismus, aber es gibt viele Bereiche, die ich einfach öffentlich nicht teile. Und umso mehr genieße ich jetzt hier einfach mal die Auszeit, um wieder Kraft zu tanken, zu mir zu kommen, einfach auch bestimmte Dinge zu überdenken. Und vor allem genieße ich auch hier unglaublich die Zeit mit meinen beiden Jungs. Ich habe ja vor kurzem mein zweites E-Book Gesund, Grün, Essen herausgebracht und daran habe ich in den letzten 2-3 Monaten sehr, sehr intensiv gearbeitet, teilweise auch bis 2, 3 in der Nacht und da ist auch ein bisschen die Zeit mit meinen Jungs zu kurz gekommen und das genieße ich jetzt einfach wieder. Viel Zeit mit meinen Jungs zu haben, immer präsent zu sein, immer da zu sein, immer im Hier und Jetzt zu sein und nicht immer noch 1000 To-Dos im Kopf. Also das ist wirklich sehr erholsam für uns als Familie. Und an meinem E-Book habe ich insgesamt 1,5 Jahre gearbeitet. Immer mal 2 Monate gearbeitet, dann fehlte mir so die Motivation und ich fiel wie in so ein schwarzes Loch diesbezüglich thematisch. Und dann habe ich das alles ruhen lassen, habe dann wieder mal einen Monat was gemacht, wieder ruhen lassen, wieder mal was gemacht. Und die letzten 2-3 Monate habe ich richtig intensiv daran gearbeitet, um dieses Projekt endlich mal zum Abschluss zu bringen. Und jetzt bin ich hier. Und der ganze Stress, der ganze Druck fällt von mir ab und ich kann einfach wieder präsenter sein, wieder mehr in die Entspannung kommen, wieder gesünder schlafen, gesünder essen, einfach auch in der Bewegung. Also für mich ist Entspannung auch Bewegung. Ich laufe wieder regelmäßig und nachmittags gehen wir ans Meer, dann schwimme ich auch, wenn es die Wellen zulassen. Und fühle mich schon jetzt nach, ich glaube, wir sind heute den 10. Tag hier auf Sizilien, fühle ich mich jetzt schon wieder mehr in meiner Kraft, wieder mehr in meiner Mitte. Und es ist einfach total entspannend hier. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen auch liebe Freunde besucht in Nikosia. Da waren wir ja schon letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir eine Woche in Nikosia. Und das war auch wieder sehr schön, die Freunde kennenzulernen, wieder zu treffen. Und es war generell sehr, sehr inspirierend. Wir schauen uns auch mal ein paar schöne Städte direkt am Meer an. Wir sind noch mal mitten in der Natur, viel am Meer und es ist einfach wunderbar. Ich werde, schätze ich, noch 1-2 Videos hier von Sizilien machen für euch, die ich aber dann erst zu Hause schneiden werde. Und zwar kann man auch immer die Frage, wie gut kann man sich denn in Sizilien vegan ernähren? Geht es denn so auch mit Familie? Und da sammle ich hier ja auch einige Erfahrungen und da schätze ich, dass ich auch darüber noch ein Video machen werde. Und vielleicht auch nochmal so unser Haus filmen, die Umgebung hier, nochmal einiges von unseren Ausflügen, tolle Städte, die ich empfehlen kann für alle, die auch mal nach Sizilien reisen wollen. Als nächstes möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei euch für eure Unterstützung bedanken bezüglich meines zweiten E-Books, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, Gesund, Grün, Essen. Ich danke euch sehr für die Unterstützung, dass ihr mein E-Book gekauft habt, für das tolle Feedback. Es hat mich wirklich sehr, sehr überrascht und mich sehr, sehr gefreut, die Resonanz. Also wunderbar. Für alle diejenigen, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben, mein zweites E-Book Gesund Grün Essen ist noch bis zum 27. Juli für einen sehr günstigen Einführungspreis zu haben. Wer sich dafür interessiert, findet den Link unten in der Infobox. Mein E-Book heißt ja auch Gesund Grün Essen. Für mich gibt es eigentlich immer grüne Lebensmittel. Hier auf Sizilien esse ich vor allem sonnengereifte Früchte, also vor allem Gemüsefrüchte, Melone, Gurken, Tomaten. Das ist so das, was ich hier fast jeden Tag esse. Ab und zu auch mal Pfirsich. Feigen hatten wir letzte Woche in Nikosia auch ganz, ganz tolle. Die haben wir frisch vom Baum gegessen. Aber ich habe natürlich auch meinen Grün dabei. Also ich habe hier auch schon einen Römersalat mir gekauft, also frisches Grün. Aber ich habe immer so ein paar grüne Pulver dabei. Zum Beispiel mein liebstes grünes Pulver, Grassaftpulver. Und natürlich auch Chlorella. Dann habe ich noch grünes Leben dabei, auch so ein Pulver von Lebenskraft pur und die 7 Kräuter nach Bertrand Heidelberger. Da
das sind so meine Basics, wenn ich auf Reisen bin. Aber dazu werde ich auch nochmal ein Video machen, welche grünen Lebensmittel, gerade welche Pulver oder Presslinge man einfach mitnehmen kann und sich auf Reisen dann einfach mit wichtigem Grün versorgen kann. Genau. Zum Schluss möchte ich einfach noch erwähnen, es macht ja jetzt auf YouTube schon eine Weile eine Runde, dass Kanäle gelöscht werden oder die kurz davor sind, gelöscht zu werden. Ich habe jetzt damit noch keine Probleme, aber ich habe mir auch schon überlegt, dass ich auf Vimeo einen Zweitkanal eventuell starten werde. Und es gibt noch die Möglichkeit, wer mit mir in Kontakt bleiben will. Man weiß ja nie, was auf YouTube passiert in den nächsten Monaten. Es gibt auch eine Newsletterliste, da könnt ihr euch eintragen. Da gibt es einmal im Monat einen großen Newsletter von mir. Und da bleibt ihr so in Kontakt. Und falls mein YouTube-Kanal mal irgendwann gesperrt wird, dann erfahrt ihr dann auch, ob es einen zweiten Kanal gibt. Oder könnt mich dann immer kontaktieren, seid mit mir in Kontakt. Also den Eintrag zum Newsletter findet ihr auch unten in der Infobox. So, das war's erstmal von mir. Wir erwarten heute wieder Besuch. Die Freunde aus Nikosia werden uns heute besuchen. Ich hoffe, sie bringen Feigen mit. Also darauf freuen wir uns schon sehr, auf die Feigen und natürlich auch auf den Austausch, die Zeit zusammen. Wir werden heute Nachmittag auch dann ans Meer fahren und einfach hier die Zeit genießen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis bald, eure Silke.